Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect Andromeda. So, wir sind momentan wieder auf dem Nexus, sollen mit Addison quatschen, das machen wir auch. Oh, diesen Tarn, den kann ich nicht ausstehen. Den würde ich gerne aus der nächsten Luftschleuse werfen. So, aber wir sollen mit Addison quatschen, das machen wir jetzt auch schnell. Was haben wir hier gehabt? Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Okay. Machen wir das mal schnell. Das ist wohl da oben, oder? Das ist wohl da oben. Schauen wir mal ganz kurz hoch. Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt. Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Dann nehme ich sie am besten vom Netz, bis Raj Zeit hat, sie sich anzusehen. Wie mache ich das? Kann ich da hin? Kann ich oder kann ich nicht? Scheinbar nicht. Keine Ahnung. Wladimir Brecker. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forschung? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Nein, gar kein Druck. Wie denn auch? Ich entscheide nur alles. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr Sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelette zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen.
Yay! Wirklich absolut keinen Druck machen. Finde ich gut. Okay. Was machen wir? Das wäre eine Idee. Das wäre auch eine Idee. Das wäre eine Idee. Oh Mann. Mhm. Also ich würde sagen, das hier. Und jetzt muss ich immer herkommen und das einsammeln, oder wie? Schaut fast so aus. Und wo kann ich das jetzt einsammeln? Cool. Ich habe mir eine Radian gekriegt und in einer Stunde kriege ich die nächsten. Die Hydrokulturen melden nominale Sauerstoffproduktion. Okay. Cool. So. Dann schauen. Eos. Ah. Okay. Eos ist zu 78%. Unbekannt. Interessant. Allerdings wollte ich hierher. Ja, das machen wir danach. Das hier. Das will ich jetzt mal machen. So. Und dafür müssen wir nämlich zu Hyperion. Und da war doch das Reise-Dingensbummens hier irgendwo. Ja, definitiv. So. Kryostation. Ah, gehen wir erstmal zur Kryostation. Was blinkt hier hinten? So. Schauen wir erstmal nach der Schwester. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wie bis mögliche Verwandte? Ihr seid echt Spaßvögel. Das ist echt. Ich mach's wieder gut, Dash. Harry, was passiert da mit Sarah? Wir haben sie aus der Kapsel geholt. Ich will Ihnen keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat sie, quasi gefunden. Was soll das heißen? Nun, sie ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf ihr Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Das ist unglaublich. Geht es ihr gut? Die Werte sind stabil. Den Rest kann Ihnen Sam erläutern. Obwohl sie im Koma liegt, sind Sarahs mentale Prozesse aktiv. Es geht ihr also gut? Fragen Sie sie selbst. Ich stelle eine Verbindung zu ihrem Implantat her. Bitte. Sarah? Kannst du mich hören? Bist du das, Bruder Hetz? Was ist hier los? Wo bin ich? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Ich glaub schon. Ist das ein Traum? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt, aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das ist so schräg. Ich kann dich hören, aber nichts fühlen. Wo ist Dad? Geht's ihm gut? Er ist gerade auf einer Mission, aber ich weiß, er macht sich Sorgen um dich. Bestimmt. Er hat vermutlich gesagt, sie wird schon wieder und ist dann losgezogen, um irgendeine Alge zu untersuchen. So war es nicht. Wirklich. Und wie oft hat er dich schon angeschrien? Ach, ein paar Mal. Okay, richte ihm aus, er soll aufhören, auf meinem kleinen Bruder rumzuhacken. Und wie ist unser Zuhause, Habitat 7?
So schön wie versprochen. Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Verdammt. Aber okay. Dad wird schon eine neue Heimat für uns finden. Na klar. Das wird er. Und ich sollte bei euch sein und euch helfen. Und das wirst du auch, Sarah. So ein Nickerchen hält dich doch nicht auf. Verdammt richtig. Sobald ich wach bin, suchen wir gemeinsam nach einer Heimat. Ganz genau. Und dann? Was ist los? Die Verbindung war nur vorübergehend, aber ihr Zustand ist stabil. Tut mir leid. Ich halte sie auf dem Laufenden. Versprochen. Danke, Harry. Ja, das mit dem toten Vater wollte ich jetzt nicht unbedingt direkt auf die Nase binden. Da hatten wir aber noch irgendwas. Unbekannt und unbekannt. Was haben wir hier? Was ist hier unbekannt? McCoy. Ernsthaft. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy. Frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Okay. Können wir machen. Aber ich glaube, hier war nochmal was, oder? Genau gegenüber von mir. Du, Arzt. Echt? Die haben sie noch nicht mal einen Namen gegeben. Einfach nur Arzt. Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Dafür, dass du ein Arzt bist, bist du Kai ganz schön blutrünstig. Aber okay, mir soll's recht sein. So. Ich dachte aber, hier würde es noch so Erinnerungsfragmente geben. Vielleicht habe ich mich geirrt. Mal schauen wir mal zum Kern. Schauen wir mal zum Kern. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Wer frisst auch Kirschen von Habitat 7? Habt ihr nicht gesehen, wie es dort aussah? Ne, hier gibt's auch keine Punkte. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Bin ich richtig? Schon irgendwie, oder? Wütende Frau. Sie! Hey, Pathfinder! Ich habe Ihnen was zu sagen. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego. Er hat Jean Garstens Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Hey, mein Dad ist für diesen Traum gestorben. Er hat versucht, die Sache für uns alle wieder in Ordnung zu bringen. Toller Traum. Von wegen in Ordnung gebracht.
Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Darf ich die hauen? Was für eine Schlampe. Was für eine Schlampe. Okay, hier ist irgendwas. Hm. Na gut. Hä? Ich bin gerade echt verwirrt. Hm. Ich bin gerade fürchterlich verwirrt. Okay, hier geht's, glaube ich, zum Kern, ja. Pathfinder, Captain Dunn hat befohlen, außer Ihnen niemanden in die Kabine Ihres Vaters zu lassen. Ah! Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, mach ich. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Naja, Humor hat er auf jeden Fall. Ich finde den Humor von Sam cool. Ryder, die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Moment. Ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja. Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay. Jeder Tag bringt was Neues. Weißt du Näheres über Sarahs Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt sie so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Was hast du mit symbiotische Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen Ihres Vaters geformt. Und das wird sich jetzt mit Ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten Sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf Ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie Sie im Feld. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Aha. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Alec hat mir das beigebracht. Ich werde ihr Gehirn nicht rösten. Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Für mich mehr als für dich. Ich nehme an, deine Basis ist hier, im Sam-Kern? Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit untergebracht. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine Sam-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Es gibt also noch andere Sams? Korrekt. Allerdings hat ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Das war vorerst alles. Natürlich. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar.
Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Alan, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Wow. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Willkommen zurück, Ryder. Das war vorerst alles. Natürlich. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil aus meiner Sicht müssten wir doch jetzt zwei Erinnerungsfragmente haben, oder? Ich meine, eins habe ich auf Eos gefunden und eins hier im Quartier. Aber irgendwelche privaten Audiologs würde es hier jetzt geben. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Schwester Dr. Tassoni mal erwähnt hat. Eine Expertin für Proteaner, oder? Ich habe Dr. Tassonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Hallo Alec, hier ist Dr. Tassoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen.
Hallo, Alec. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Dan hat einer Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Sarah. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber sie ist meine Tochter. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, sie so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann. Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war, ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Okay, wir haben auf jeden Fall heute einiges über die Familie erfahren. Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Okay. Liara kennen wir auch aus den Vorgängern. Schusswaffen. Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Hey, die SSV Normandy Nummer 2. Nice, ein kleines Schiffchen. Ein Sammelobjekt. So, wie gesagt, wir haben heute Was ist das hier? Warte. Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Die Proteaner waren in der ganzen Galaxie zu Hause. Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Okay, die Bücher schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Tja. So, wie gesagt, wir haben heute verdammt viel über die Family erfahren. Du bist mir immer noch sehr suspekt. Und ich hoffe, es hat euch genauso interessiert wie mich, weil ich finde sowas immer extrem spannend. Nicht nur stupides Dahertun, sondern auch ein bisschen was zu erfahren. In dem Sinne, hoffe ich, hattet ihr euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zugucken, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.